richtige Scheiße. Ich bin jetzt gerade beim André wieder auf der Brücke und wir haben, uns ein bisschen unterhalten und ich habe ihn dann noch gefragt, was so die Risiken sind da auf so einem Schiff. Oder? Die grösste Gefahr ist eigentlich, wenn man am Hafen ankommt und das Boot festmachen will am Hafen, um danach abzuladen. Die Seile, die sind, wenn sie neu sind, sind die extrem standfest. Die sind mega stabil, die Zugfestigkeit ist extrem gut. Wenn die aber in die Jahre kommen oder wenn die ein bisschen abgenutzt werden, kann das sein, dass so ein Seil reisst. Und die haben so einen, man sagt dem Swipeback-Zone, glaube ich, oder Swipeback-Zone, so irgendetwas. Das heisst, wenn so ein Seil reisst, die sind etwa so dick, wenn das reisst, dann macht es einfach so wie eine Schlange, hat er gemeint, oder? Das schwappt so hin und her und wenn du dort im Weg bist, dann bist du Mausi. Also, er hat mir vorhin eine Geschichte erzählt, wo er auch ein Seil festgemacht hat und er hat einen gesehen, wo dort im Weg gestanden ist. Es ist nur, das Seil hat gerissen, es hat geklopft und dann hat sich das so ausdingselt und hat den irgendwie da im Brustbereich hat der Typ gereicht und dann ist, er hat gesagt, weggeflogen, so wie im Film. Also so wie wenn du hinten dran mit so einem Seil würdest, den sich ziehen, so wie der Film Amix, ist der weggeflogen ins Wasser, ist gerade finito gewesen. Also das ist extremst gefährlich. Und er hat auch schon miterlebt gehabt, dass er ein Seil angemacht hat und er hat gehört, wie sich so ein bisschen, sie haben ja verschiedene Stränge, also es ist ja nicht nur ein grosses Geflecht, sondern es sind ganz viele kleine, oder? Und er hat schon gehört gehabt, als er das angemacht hat, dass sich Eis ein bisschen löst oder dass es so ein Knacks gegeben hat, ist dann nachher auf die Seite gesprungen, hinter so einem Metallpfosten oder hinter so einer Betonwand. Und eine Sekunde später hat es den Seich verjagt. Also er ist knapp, sage ich jetzt mal, dort am Tod vorbeigeraust. Und als er es erzählt hat, hat er gerade wieder am ganzen Körper Hühnerhaut bekommen. Und so war es extrem eindrücklich, gewesen, was er erzählt hat. Das fährt natürlich extrem ein und das prägt ihn natürlich. Und er gibt jetzt natürlich extreme Acht auf das, die Leute halt immer aus dieser Zone raus sind, oder, wo gefährlich kann sein kann. Es hat immer, je nach Winkel, wo das Seil angemacht ist, kann das halt zurückschlagen. Und das hat halt nur eine gewisse Range, sage ich jetzt mal. Aber die muss man halt einfach vermeiden, das ist extrem gefährlich, oder? Ja. Es ist der siebte Tag auf dem Boot. Jetzt geht es noch 3 Tage, dann kommen wir in Charleston an. Das ist in South Carolina. Und wir freuen uns alle, dass wir danach auch mal ein bisschen aussteigen und vor allem uns ein bisschen bewegen, ein bisschen rumlaufen. Wir kommen voraussichtlich am Morgen um 8 Uhr an und können danach, glaube ich, bis am Abend um 6 Uhr draußen sein. Ich habe jetzt also nicht passen bekommen, das zeige ich euch dann nachher noch. Guten Morgen miteinander, Tag 8 auf dem Frachtschiff. Ihr seht da vielleicht, da bambelt meine Sonnenbrille. Es ist relativ warm schon draußen, die Sonne scheint. Und wir sind jetzt etwa auf der Höhe von Marokko. Das ist etwa gleichgestellt wie South Carolina, wie wir da schlussendlich ankommen. Also wir gehen jetzt alles nur noch ein bisschen westlich. Der Captain hat jetzt da müssen noch ein bisschen Geschwindigkeit reduzieren, weil es zu fest gewellt hat. Wir können jetzt also nicht die Pace durchziehen, die wir eigentlich ursprünglich geplant haben. Deshalb kommen wir auch am Donnerstag nicht am Morgen schon an, sondern voraussichtlich erst am Nachmittag. Und wir haben fixe Zeitfenster, wo man einen Hafen kann ansteuern kann. Und wenn man so ein Zeitfenster verpasst, dann geht es dann halt wieder ein Zeitchen, bis man dann schlussendlich kann, andocken kann. Ja,
Das ist halt so, aber nichtsdestotrotz, ich gehe nachher sicher wieder ein bisschen raus, das Wetter geniessen, weil es ist richtig herrlich, nach so langer Zeit ohne Sonne, wieder mal ein bisschen Sonne tanken und einfach mit dem T-Shirt draussen hocken. Das ist sagenhaft, ich sage euch sagenhaft. Aber von dem würde ich dann nachher ja eh genug haben. Aber es ist jetzt gleich schön, haben wir das wieder mal erlebt, nach diesen vielen Tag, Woche ohne Sonne. Und das, was ihr jetzt hört, das ist der Alarm. Aber der Alarm, der geht etwa geschätzte 50 Mal ab pro Tag. Ist das übertrieben? Nein, ich glaube es nicht. Also, so alle paar Minuten geht der Alarm los. Das ist einfach so, ich glaube. Ja, sie könnten halt einfach am X abstellen, es ist nichts beunruhigendes, also von dem her, ja, muss man sich halt einfach ein dran gewöhnen. Wie ihr vielleicht merkt, an meinem Outfit hat sich die Temperatur ein bisschen geändert. Es ist jetzt sonnig warm, mega angenehm. Ich habe mir jetzt hier Stühle ausgeborgt und ja, jetzt heisst es ein bisschen soak up the sun. Mittlerweile sind wir bei Tag 9 angekommen auf meiner Reise und ich bin heute Morgen schon irgendwie am 6 Uhr verwacht und bin dann schon auf dem Velo gewesen. Also ich habe mich da schon sportlich betätigt vor dem Morgen. Ist mir auch noch selten passiert, dass ich so etwas mache. Aber ja, mit der Zeitumstellung und so ist mir dann halt am Abend relativ müde und geht dann relativ früh schlafen. Von dem her ist ja das auch okay. Wir sollten eigentlich, oder wir hätten Zelle morgen in Charleston, das ist eben in South Carolina, angekommen. Jetzt ist es aber so, der Zeitslot, den wir eigentlich zur Verfügung hatten, den haben wir jetzt, den verwünschen wir nicht mehr, wenn wir noch zu weit weg sind. Und jetzt können wir halt am nächsten Tag, am Morgen, also anstatt am Abend, kommen wir jetzt halt einfach einen Tag später am Morgen an. Dort haben wir unser Zeitfenster jetzt bekommen. Der Captain hat jetzt auch ein bisschen Geschwindigkeit reduziert, dass wir nicht allzu schnell dort sind und nachher von aussen warten müssen. Also es ist jetzt eigentlich relativ gemütlich da drauf. Und ich gehe jetzt ein bisschen raus, weil in der Zwischenzeit ist es ja relativ schön Wetter geworden und es ist extrem warm. Darum gehen wir jetzt doch da mal ein bisschen raus, oder? Schön schliessen. So, und dann nehmen wir ab. Hier müssen wir den schaffen. Auf dem Schiff vielleicht Internet gibt und die ganz einfache Antwort ist nein. Und ich finde das grundsätzlich gar nicht so schlecht, weil man kommt einfach gar keine Nachrichten über und es ist so befreiend, oder? Man muss sich nicht irgendwie immer melden oder irgendwie das machen oder dieses oder man checkt nicht Facebook ab und schaut, was diese für ein super Leben haben, sondern man kommt einfach nichts mit über. Grundsätzlich könnte die Welt draussen untergehen. Man kommt einfach nichts mit über und das ist eigentlich noch ein cooles Gefühl. Klar wünscht man sich ab und zu Internet, um ein bisschen schauen, was sonst noch geht bei den Kollegen und so, und aber jetzt für die Zeit ist es eigentlich ganz okay. Also der eine Passagier da, der kommt gar nicht klar mit dem. Der wünscht sich, oder der will eigentlich jeden Tag ins Internet, um die Nachrichten lesen und so.
Ja. Ich sehe das etwas anders. Ich finde es cool. Und das war auch ein Grund, warum ich aufs Frachtschiff wollte. Um einfach mal runterfahren, einfach mal kein Internet, keine Nachrichten den ganzen Tag, einfach nichts. So kann man sich auf anderes konzentrieren, man hat wirklich genug Zeit zum Lesen, zum Sachen machen, zum Gedanken machen über alles und ja, ich finde das eine gute Abwechslung. Freue mich aber gleich auch, wenn es wieder Internet gibt und ich euch die Videos wieder kann aufladen kann. Es ist morgen um 7 Uhr von Tag 10 und ja, was gibt es so Neues? Nicht viel eigentlich. Heute hätten wir in Charleston ankommen, kommen wir jetzt aber erst morgen. Und ja, ich bin gestern wieder relativ früh geschlafen, etwa um 7:45 oder so bin ich schon liegen. Und deshalb bin ich jetzt schon wieder tiptop wach. Ich müsste eigentlich erst in einer halben Stunde aufstehen. Ich gehe jetzt aber noch ein bisschen Velo fahren. Das habe ich gestern schon gemacht und das ist ein super startiger Tag. Da bist du gerade fit und alles und dann hast du den Sport auch schon gemacht. Ich habe gerade ein sehr interessantes Gespräch gehabt und zwar mit dem Captain von dem Boot. Also der André ist ja nicht der Captain, den wir gesehen mit dem Bart, sondern das ist, glaube ich, der Chief, no, nein, der Second Mate. Weil die haben da Third Mate, Second Mate, dann Chief Mate und dann kommt der Captain. Und das sind die verschiedenen Ränge. Und der Captain, mit dem habe ich jetzt eben gerade geredet gehabt. Und es ist noch krass, was er erzählt hat. Und zwar ist ihm sein Lohn in den letzten 5 Jahren um 40% runtergefallen. Das ist natürlich halt, weil es immer billigere Leute aufs Schiff kommen, die gleiche Arbeit grundsätzlich machen können. Und die Firmen natürlich, das Personalkosten ist einer der grössten Posten, oder? Und deshalb haben wir da die in den letzten paar Jahren extrem eingespart dort, ja, und die Leute auf dem Boot sind dann nachher schlussendlich die Leidtragenden, oder? Also für einen Filipino, die verdienen dann natürlich immer noch super, oder? Wir haben auch gemeint, die haben nachher in die Heime ein super Leben, aber wenn man von Europa kommt, wenn jetzt der Chief Mate von Deutschland oder der Captain von Lettland, ja, die Kosten sind halt einfach höher und dann, ja, ist nicht mehr wahnsinnig viel übrig. Also es ist schon noch krass. Ich habe jetzt noch niemand, also von der Oberetage noch niemand gehört, der gesagt hat, es sei ein guter Job oder er würde jetzt das nochmal machen. Oder ausser der André, der ist halt einfach, der ist ihm sein Vater und ihm sein Onkel und so sind alle schon Seefahrer gewesen und so. Dort ist noch ein bisschen Tradition dahinter, man merkt, er macht das noch relativ gern, aber für die anderen, die sagen eigentlich alle, ja, also würde ich nie mehr wieder machen. Wir haben gerade die Info bekommen, dass wir morgen nicht am Morgen um 10 Uhr könnt ab dem Schiff gehen, sondern erst am Abend. Oh mein Gott. Ja, also es ist wirklich für gewisse Passagiere ein Rechtsproblem da drauf. Kann ich ehrlich gesagt auch ein bisschen verstehen, weil das deutsche Paar, das ihr auch schon gesehen habt auf den Videos, die haben natürlich zu Miami eine Unterkunft gemietet, die haben das Auto gemietet und alles. Und ja, das zahlen sie jetzt halt einfach, egal wenn das Schiff ankommt, oder? Und das wäre ursprünglich geplant gewesen, dass das schon fast 2 Wochen vorher eigentlich abfahrt. Also wir haben ja schon, wo wir abgefahren sind, haben wir schon fast 2 Wochen Delay gehabt und jetzt sind es nochmal irgendwie 1-2 Tage. Ja, bei mir ist es ein bisschen besser. Ich habe ein Couchsurfing Host angesprochen und ich habe ihm gesagt, hey, look, ich weiss nicht genau, wann ich ankomme. Es kann sein, dass ich dann oder dann und der sagt einfach, ist kein Problem, schreibst du mir einfach, wenn du da bist. Von dem her, alles ganz easy bei mir. Ja, liebe Leute, im nächsten Video ist es dann soweit. Wir dürfen endlich ab dem Schiff wieder mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert am besten gerade meinen Channel, dann bleibt ihr dran und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.